Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video, und zwar Minecraft Leben mit dem Fabi. Hallöchen. Fabi hat hier so Schilder angemacht, und das Witzige ist, Fabi ist zu so doof, um seinen eigenen Namen richtig zu schreiben. Hey, ist das richtig? NORDOSTTV? Da ist noch ein Schreibfehler drin. Nein. Da ist ein Schreibfehler drin. Da ist keiner drin. Klar ist ein Schreibfehler drin! Was ist denn falsch geschrieben? Den hast du bei deinem Namen bei Minecraft richtig geschrieben. Ja, großes N, Ja, wow. ist ein Schreibfehler. Ja, dann muss dein Schild auch ein Schreibfehler sein, weil du hast ja T klein geschrieben und O klein geschrieben. Ja, du hast ja kein Deutsch. Also lass. Okay, schloss es. Achso, du Pisser. Hey, da liegt Fleisch. Cool, hab kein Essen dabei. Dann passt das. Kann ich mir das nehmen? Du hast gerade erst Kartoffeln von mir bekommen. Ich. Ey! Ey Mann, reicht langsam, Alter. Ich gehe gleich. Was kannst du mich denn noch an? Na na Ja, na du bist na ja die ganze Zeit. na. Du? Wo ist meine Picke jetzt? Achso, Pickel gehört auch noch dir, meine Güte. So, ach, ich muss die Pickel behalten, wo ich jetzt. Naja. Dark Oak mit und ein bisschen. Oh, vielleicht hätte ich ein bisschen Holz farmen sollen. So, Ja, das passt erstmal. Fabi hat sich ja letztens beschwert, dass die Farm zu klein ist. Dann machen wir das. Oha, jetzt fängt der Ossi aber an, hier zu arbeiten. Ja, kann ich mal kurz eine Axt haben? Du bekommst du gleich wieder. Ich höre. Er macht dir einfach eine neue, wir haben genug Ich Dias. habe keinen Bock, jetzt neu zu kaufen. Das ist anstrengend. Statt dass es seine mir gibt? Nein, natürlich nicht. Liegt doch da! So ein Geiz heißt es ja. Ich sagte nur Axt, aber naja. Warte, La mein Schwert la ist la bald la. aus. So. Na, 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 na. Also wenn sich dann Frage immer beschwert, dann weiß ich es nicht. Ja gut, Beschwerde. Ja, okay. Ach so, genau. Wir wissen noch nicht so ganz, ob wir jetzt eine Stadt gründen sollen oder nicht. Ja. Weil das Problem ist, die können halt nicht auf unser Grundstück zugreifen. Also was heißt das Problem? Das ist gut. Das ist ein Problem. Ja. Es kostet halt 100.000 und es bringt genauso viel, dass hier ein Spawn ist für die Stadt. Das ist halt der Grund, weshalb wir überleben wollen. Deutsch ist am Stissel. Wir sind am Überlegen, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Weil 100.000 ist halt ein bisschen Kohle. Ich meine, ich hätte das, aber naja. Ja, fein, natürlich brav gecheatet, Kann gar nicht cheaten. Fabi, wo bist du? Was willst du von mir? Wo bist du? Ach ja. Bitteschön. Braucht die nicht mehr, ich habe mir selber eine gemacht. Okay, Fabi, kannst du deine Schaufel geben? Super, ich habe die Axt gedroppt und alles wurde removed. Ja, wieso hebst du das auch auf? Ja, habe ich nicht gesehen. Nicht sogar, ich fall nicht meine Axt. So. Ja, ich habe ja eine neue. War doch deine Axt. Hey. Ach komm. Irgendwie sind die Mietshäuser unterschiedlich groß, habe ich das Gefühl. Mann, wieso sind Mietshäuser immer so unterschiedlich? Du hast voll den komischen Weg gebaut. Komischen Weg. Ja. Ja, ich weiß, die Wege sind ein wenig komisch angelegt, aber ich finde es eigentlich gut. Nein, hier oben, der, wo man gewesen war. Korbel, vier Kies. Korbel, vier Kies. Korbel, vier Kies. Ja, das sollte eigentlich so ein bisschen wegiger aussehen, aber Wegiger. auch nicht. Ist das ein Deutsch, wegiger? Ja, das zählt zu Deutscher. Deutscher. Deutscher Rara.
Okay, das ist nicht mehr jugendfrei. FSK 18! So. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja noch die 10er Paysafe, ne? Na, na. Honig dran kaufen. Honig dran. Problem ist, so viel ändert sich da nicht. Wenn, dann müssten wir den für 8 Euro kaufen. Na, ganz ehrlich, als ob wir hier so lange noch drauf spielen werden. Er ist lebenslänglich, das ist das andere. Ja, klar, aber. Ich weiß nicht, wie lange wir hier auf dem Server spielen werden, so generell. Klar, einen Monat schätze ich noch, aber. Ja, das könnte noch mehr werden, also. Ja, klar, und ich. Ich schätze nicht noch. Monate. Tage. Ich schätze auch nicht, dass wir noch 5 Monate hier drauf spielen oder sowas. Das könnte schon wieder was anderes sein. La, wobei, du hast hierbei einen Vorteil, Ossi kann nicht rausfliegen. Also kann er schon, aber. Ich kann überall rausfliegen. Deshalb fällt er immer aus dem Fenster. Oh. Was dagegen? Nö. Du bist ja immer weh, also alles gut. Perfetto. Ups, vielleicht hätte ich erst das Dach gehen sollen. Ich könnte mal langsam mein Inventar mal aufräumen. Nö, nö. Lass das mal so. So, Wolle brauche ich gerade jetzt nicht mehr. Meine Schwester hat jetzt auf ihrem Grundstück angefangen. Das ist übrigens hier hinten das Nachbargrundstück. Pinke. Noch pinke, rote, blaue, grüne, gelbe. Weil ja alles Mögliche angefangen zu züchten an Schafen. Voll krank eigentlich. Wow, ein Typ sagt herzlich willkommen auf dem Server, obwohl er der Admin ist. Ja gut, ne? Wieso sagt dann an. Hä? Wahrscheinlich der Bot. Nein, es war kein Bot, das ist ein Spieler. Lol. Hast du gerade Schaden bekommen? Nö. Das hat sich irgendwie kurz angehört. Nö. War nur der Mage. La 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 la. Ich kann zählen. Sicher. Ja, ihr habt mich gerade jedenfalls nicht verzählt. Ach Scheiße. Ach egal. Du kannst tun sein. Oh, sie ist richtig professionell geworden. Was? Ich? Was? Du nicht. Du hast nicht gemeint. Achso. Hab ich schon gewundert, was? Ich bin professionell. Er weiß selbstständig, wie man was baut. Ich bin immer professionell. Nicht. Jetzt hat er geträumt. Was passiert, wenn Ossi einen Albtraum hat? Was hast du jetzt hier gebaut? Was? Hast du hier nicht gerade gebaut? Wo hab ich denn hier gebaut? Nee, du bist bei dir, ne? Hä? Das hat sich so angehört, als ob hier noch jemand gebaut hätte. Bist du irgendwie dumm? Ja, was war ich denn? Ja klar, bist du dumm, aber. Bist du? La 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 la. Was denn? Ihr baut die ganze Zeit noch jemand, aber hier ist keiner online. Hä? Die ganze Zeit noch ein zweites Baugeräusch, nachdem ich immer baue. Was ist denn, was du da machst? Bauen. Ja. Sieht eigentlich gut bei deinen Baukünsten. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Alter, leckt gerade der Server? Bisschen, ja. Bisschen viel.
Muss den Blocker für doppelt abbauen. Nicht dreifach. Du brauchst auch keine Blöcke. Du brauchst keine ab, du platzierst schon welche. Nee, ich baue auch ab, weil ich habe gerade einen Fehler gemacht. Was heißt ein Fehler? Ah, man kann es schon Fehler nennen, aber es war eigentlich kein Fehler. Wir hören uns überfordert. Na, ich sag deins. Nicht. Ja, das stimmt. So. Haustür nicht gefunden. La 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 la. Wir könnten ja auch mal andersrum was machen. Wir könnten ja auch mal fragen im Chat, wer denn aktuell eine Stadt suchen würde. Für ein Plätzchen zum Wohnen. Weil dann wüsstest du ja, wie viele Häuser du plus minus anfertigen könntest und ob sich lohnen würde. Ich meine, du kannst eh nur 10 Leute mit einbeziehen erstmal und dann musst du erstmal erweitern, aber naja. Das ergibt sich ja dann. No. Ja, wenn du klein startest, ist ja auch kein Problem. Muss halt gegen oder erweitern, aber... Ich verstehe es nicht, wieso ich schon wieder keinen Job hatte. Im Job, T/Lohn. Belohnend. Geil. Jetzt war ich noch am Boden, ein Fußboden. Welchen Boden nehmen wir denn da? Nehmen wir, glaube ich, den hier. Craften den mal. So. Ich habe keine Schippe irgendwie. Hast du meine Schippe gesehen, Ossi? Nein. Ich habe mir selber angecraftet. Ja. Ah, ich wusste, genau, du hast meine Schippe, also ich wusste das aber. Ich gar nicht. Oh. Wisst ihr, Leute, immer schiebt er sämtliche Sachen auf mich. Als ob ich mal alles klauen würde. Dann hat er sich gemutet ganz kurz, ich hab's nicht gesehen. Dann hat er das schnell erzählt. Und dann hat er sich wieder entmutet. Wer? Was? Du! Wieso denn? Weiß ich nicht. Hat mich aber schon gemutet. Weiß ich ja nicht. Bestimmt. Oh, nee. Man da mit, Alter, da nochmal eine Kellertreppe runter, dann hätte man ja voll den fetten Raum. Sowieso. Na, so fett wie du? Sowieso das größte Problem ist eigentlich, dass, wenn wir die Stadt erstellen, die, stehen theoretisch die Häuser, die man vermieten würde, genau auf unserem Grundstück. Ja. Ja. Heißt, wir müssten die inviten auf unser Grundstück, damit die in die Häuser könnten. Achso. Weil wir sonst auch nichts platzieren können. Das ist halt das Problem. Und dann könnten die ja auch die Gebäude beschädigen. Das ist halt jetzt noch immer das, wo ich halt ein bisschen Angst vor habe. Dass die dann zuerst so richtig auf nett tun und alles, weil die einziehen wollen und so. Und später dann einfach so richtig asozial sind, alles kaputt machen. Das ist so meine Angst eigentlich. No. Deshalb möchte ich nämlich ungern eigentlich, dass die Häuser auf meinem Grundstück, also unserem Grundstück stehen. Ach so, jetzt ist ja dein Grundstück. Oh, ah ja. Du hast es. Weil das Problem ist nämlich auch noch, weil auf deinem Grundstück, okay, da wäre jetzt die Schafsweide, wäre zwar ärgerlich, aber okay. Ginge noch. Spaß. Was? Macht Spaß. Was denn? Weg da! Ja, viel Spaß. Ey! Tja. Tut mir auch nicht leid. Ehrlich, Lohn. Home. Home. Homer Simpson oder was? Ich habe aktuell 86.000. Ne, Entschuldigung, du hast 100.000. Ja, Ossi, gib mir meine Pickel. Du hast gesagt, die darf spalten! Ja,
Einer hat so, mir gegeben und dann gebe ich dir die kaputt. Egal. Ja. Kannst ihn in die Hopper reinschmeißen. Ganz verdürftig eigentlich. Ja. So. Jetzt ist nur die Frage. Wie viel Geld hast du gerade? Weiß ich nicht. 30.000. 30. Ja. Also, wie viel hatte ich jetzt? 80. 86.000. Zu Wenn du mir 14.000 überweist, kann ich eine Stadt erstellen. Mhm. Das Problem ist nur, da wo ich die Stadt erstelle, ist der Spawnpunkt. Das ist eigentlich so ärgerlich, dass... Das Problem ist, ich traue mich nicht, die Gebäude außerhalb zu bauen, weil dann könnten die ja auch von Randoms zerstört werden. Das ist generell eigentlich irgendwie ein bisschen scheiße so. Wir müssen nicht nur das Risiko eingehen, dass die es zerstören. Ja, aber... Achso, nee, stimmt. Okay, stimmt. Oder sagen, da könntest du ja auch auf unseren Küsten zugreifen, aber stimmt, das geht ja gar nicht. Das geht ja nicht, das ist ja der Vorteil. Warte, du warst dran, ne? Ja. Aber jetzt, Leute, ist halt das war's mit diesem Video. Jetzt wieder von der Lassenmesser. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch und ciao. Tschüss.